Hallo und herzlich willkommen zu diesem Sound-Grundlagen-Tutorial. In dieser Folge geht es um Noise, hauptsächlich um Pink und White Noise, also rosa und weißes Rauschen. Aber legen wir doch einfach mal los. So, es gibt ja unterschiedliche Rauscharten, unterschiedliche Noises und das gängigste, was man so kennt, ist eigentlich so White Noise. Und ich habe das hier mal so schemenhaft oder schematahaft aufgebaut. Das stimmt jetzt so physikalisch nicht ganz, aber es soll auch nur so ein bisschen verdeutlichen, wie das aussieht. Das weiße Rauschen ist eine komplette gleichmäßige Verteilung der Frequenzen über das gesamte Frequenzspektrum. Und gleich mal vorweg zu den verschiedenen Rauschfarben oder Farben der Rausch, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Die orientieren sich an dem Farbenspektrum. Auf jeden Fall die meisten tun das. Beziehungsweise, ja, sehen wir dann gleich nochmal. Und wie gesagt, das weiße Rauschen ist so die Komplettverteilung. Das hört sich ungefähr so an. Der EQ ist jetzt nicht hier damit verbunden, das soll jetzt einfach nur zeigen, wie das normalerweise aussieht. Das heißt, hier ist alles normal verteilt. Das weiße Rauschen ist also ein linearer Verlauf. Man benutzt weißes Rauschen, um Lärm zu maskieren. Auch im Bereich zum Beispiel von Tinnitus Retraining wird das benutzt. Das weiße Rauschen wird normalerweise eher als störend empfunden, wenn es zu laut und zu lange da ist. Es gibt aber auch tatsächlich Menschen, die benutzen das zum Schlafen, eher sehr leise, aber zum Schlafen, dann maskiert das ganz viele so kleine Knackgeräusche oder sowas. Und manche benutzen das auch tatsächlich zur Konzentrationshilfe. Das heißt, wenn da so ein weißes Rauschen im Hintergrund läuft, dann maskiert das wieder alles Mögliche und lenkt dann auch weniger ab. Manche Leute erzählen, dass sie einfach nur müde davon werden. Vielleicht, weil dann auch die notwendige Ablenkung fehlt. So, und jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Rauschen. Noise, das ist das Pink Noise, das rosa Rauschen. Und bei dem rosa Rauschen sind zum Beispiel jetzt hier, sieht man auch schön, die Frequenzen nicht mehr gleichmäßig stark verteilt. Also das heißt, die Verstärkung der Frequenzen ist nicht mehr gleichmäßig stark. Das heißt, wir haben hier von dem tiefen Bereich sind die Frequenzen stärker verstärkt. Und zu den hohen Frequenzen wird es dann weniger und das ist so ein Abfall von 3 Dezibel pro Oktave. So, und das rosa Rauschen ist in der Audioproduktion oder Audioverarbeitung deshalb so wichtig, weil es unseren Hörgewohnheiten am meisten entspricht. Das heißt, es ist so von dem Umgebungsrauschen, was wir tagtäglich hören, das, was am nächsten dran ist. Das hört sich ungefähr so an. So, das heißt, es sind viele tiefe Anteile da und eben wenig diese ganz hohen Anteile. So, und dann kommt das Brown Noise oder Red Noise eigentlich. Und das ist im Prinzip eine Verstärkung oder eine etwas stärkere Pink Noise Variante, würde ich jetzt das jetzt mal so bezeichnen, allein so vom EQ-Verlauf ist das Brown oder eigentlich Brownian Noise, das rote Rauschen, einfach so die stärkere Variante davon. Das heißt, dass die tiefen Frequenzen sind noch wesentlich mehr verstärkt und es hat einen Abfall von 6 Dezibel pro Oktave. Deshalb ist auch hier dieser Frequenzlauf etwas steiler. Und das braune Rauschen kommt eigentlich, der Name kommt nicht eigentlich von der Farbe, die Farbe wäre rot. Der Name kommt von Dr. Robert Brown, der mit diesem Rauschen die zufällige Wasserbewegung in einem Fluss oder den Gang einer betrunkenen Person damit simulieren oder nachmachen wollte. Und
Das Interessante ist, dass es bei dem braunen Rauschen, das ist jetzt hier nicht ganz so gut dargestellt, aber eigentlich keine Frequenzen mehr über 2 Kilohertz gibt. Das heißt, eigentlich geht das hier so runter bis 2 Kilohertz oder hier so ungefähr und dann ist das fertig. Theoretisch müsste ich das jetzt irgendwie so noch darstellen, damit auch das ordentlich ist, wobei der Verlauf ja eher linear ist. So. Und das Interessante nochmal beim braunen Rauschen oder eigentlich beim Red, also beim roten Rauschen, beim Brownian Noise, ist, dass das von Sci-Fi-Filmemachern eingesetzt wird, nämlich um Maschinenräume. Ich habe jetzt hier so einen alten Maschinenraum, aber das könnte ja auch so ein Steampunk-Sci-Fi-Film sein, also Maschinenräume im Weltall, wird dieses Rauschen so ein bisschen zugeordnet oder wird da benutzt. Und das Ganze hört sich so an zum Beispiel. So. Und das nächste Rauschen ist das Blue Noise, das blaue Rauschen. Jetzt mache ich das hier mal. Ups. So, jetzt mache ich das mal weg. Und das blaue Rauschen ist jetzt im Prinzip so ein bisschen das Gegenteil, so ungefähr von dem rosa Rauschen. Das heißt, in den tiefen Frequenzen sind die Frequenzen eher weniger verstärkt und zu den hohen Frequenzen hin werden die sehr stark verstärkt. So, und normalerweise klingt dieses blaue Rauschen, ich lasse es gleich mal laufen, sehr hochfrequent. Also das Bild ist eigentlich noch mal ein bisschen extremer als hier dargestellt, aber wie das rosa Rauschen ist jetzt hier keine 3 Dezibel pro Oktave Abfall, sondern 3 Dezibel pro Oktave Anstieg. Und das blaue Rauschen wird benutzt, um Verzerrungen bei Samples, die runtergesampelt werden, zu maskieren. Das heißt, wenn ich einen Sample habe mit 44 Kilohertz und sample das runter auf 22 oder auf 8 oder wie auch immer, dann legt man da ein blaues Rauschen drüber, um so eine Fehlerkorrektur, um so einen Dither zu machen, damit das Sample jetzt nicht komplett sich schlecht anhört, sondern dass man so ungefähr einfach noch diesen Grad da trifft. Das blaue Rauschen gibt es im Prinzip auch noch bei, ja, ich sag mal, organischen Dingen, wie zum Beispiel Netzhautzellen. Und dort hat man festgestellt, wenn die Netzhautzellen wie dieses blau-rauschartige Muster angelegt sind im Auge, kann man damit schärfer sehen. Und was auch nochmal interessant ist, das blaue Rauschen hat auch etwas eben mit der Farbe zu tun, nämlich auch mit der bläulichen Tscherenkow-Strahlung. Das ist eine radioaktive Strahlung. Und wer schon mal in einem Abklingbecken von einem Kernkraftwerk geschwommen ist, der wird sich an dieses Blau erinnern, an dieses bläuliche Leuchten. Das sieht nämlich ungefähr so aus, das ist ein Bild von Wikipedia. Da wird so ein durch diesen radioaktiven Zerfall oder durch diese Wechselwirkung wird da so ein bläuliches Leuchten erzeugt. Und das kann man eben mit diesem Blue Noise so ein bisschen in Verbindung setzen. Es gibt noch wesentlich mehr Rauscharten, Noises. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, hier so das Gray Noise. Ich habe hier noch das Violett. Machen wir vielleicht das Violett zuerst noch. Das Violett ist im Prinzip nichts anderes als eine verstärkte Form des Blue Noises. Es ist im Prinzip so, wie das Brown Red so eine verstärkte Form des Pink ist, ist das Violett so eine verstärkte Form des Blue. Einfach nur ein bisschen krasser und greller hier. Und dann gibt es noch das graue Rauschen, das Gray Noise. Das klingt ungefähr so. Und sieht so aus. Da sind die tiefen Frequenzen geboostet und die hohen Frequenzen geboostet und in der Mitte nicht. Ich wollte das einfach nur mal zeigen,
weil das ja im Endeffekt die Disco-Badewanne ist oder das Disco-Smile. Also das heißt, wie Musik normalerweise so ein bisschen geboostet wird. So um schön voluminös und excited zu klingen. Es gibt noch wesentlich mehr Rauscharten, so im Bereich Kommunikation, Anzeigenelektronik und Computer. Aber für die Audiobearbeitung ist Pink Noise so quasi die Königin, der König, der pinke König, die pinke Königin, womit zum Beispiel so Sachen gemacht werden wie Noise Mixing oder sowas. Und dazu komme ich dann in einem anderen Tutorial darüber, wo ich dann nochmal genau erkläre, was das ist und wie man das zum Beispiel in Bitwig mit Bordmitteln machen kann, ohne dass man hier jetzt solche Samples braucht. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr was gelernt habt, wenn ihr noch mehr über Rauscharten, und ich meine da jetzt wirklich Noise, also Geräusche, wisst, dann schreibt es mir in den Kommentaren, würde mich freuen. Und ja, dann drückt den Daumen, den Abo-Knopf, die Glocke und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ah.